Heute sprechen wir einmal ein bisschen über Yu-Gi-Oh! Decks, die Bock machen. Und ganz im Speziellen Decks, die mir Bock machen. Ich werde euch einmal so ein bisschen meine Edepo-Bibliothek zeigen und einmal Decks für euch einmal hier in die Kamera halten als komplettes Deck-Profile, die spielbar sind, die ich gern spiele, mit denen ich ein bisschen rumgespielt habe. Das sind jetzt alles keine gefinischen Decklisten, aber Sachen, die ihr einfach mal ausprobieren könnt, wenn ihr das wollt. Wenn ihr vielleicht ein Deck haben wollt, was vielleicht jetzt nicht unbedingt Meta ist oder ihr wissen wollt, was für Decks ich so spiele, mit denen ich so auf EdoPro durch die Gegend renne. Fangen wir einmal an mit Etignista. Ein Deck, was ich nie viel gespielt habe. Diese Liste ist von, ich glaube, 2020. Aber die Deckliste ist pauschal immer noch spielbar. Ist nicht die beste, aber immer noch definitiv spielbar. Hier einmal eine ganz wilde Variante, wo ich mal probiert habe, ob man irgendwie Punk mit Skull Servant mischen kann. Also mit der Karte hier. Ist jetzt keine gute Deckliste. Aber das ist eine Idee, die funktionieren könnte. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Wie ihr seht, das Deck ist nicht mal annähernd finished. Ich habe damit mal angefangen, habe ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, das Deck hat Potenzial, irgendwas Cooles zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt sehr gut ist. Habe ich hier einmal Altergeist mit Branded gemischt. Da waren auch Hulk Legal, also schon eine Weile her, das ich gebaut habe. Das hat auch an sich funktioniert. Das ist natürlich mit Strike und Judgment ein paar Karten, die den Gegner aufhalten. Aber das Deck ist logischerweise nicht mehr aktuell, aber ist auf jeden Fall eine Sache, die man mal ausprobieren könnte, ob das funktional ist. Das ist das Altergeist Budget Deck, was ich gebaut habe. Wie ihr seht, das ist ein bisschen vollendeter, weil ich versucht habe, für so knapp 10 Euro einen Altergeist Budget Deck zu bauen. Das war leider, bevor der neue Support angekündigt wurde. Das heißt, das hat so ein bisschen zerschlagen, dass wir das Deck für 10 Euro bauen können. Aber es sind ein paar schöne Interaktionen drin. Mit der Karte hier, damit wir halt, wenn wir Marionetta beschwören, die Fallenkarte direkt aktivieren können. Dass, wenn wir einen Faker in der Hand haben, wir die Karte direkt aktivieren können. Es sind so ein paar Sachen drin, die genau in diese Richtung halt reingehen. Sachen, die Evenly aufhalten können, ist ganz wichtig. Sachen, die halt die Mainphase beenden können, kann auch super hilfreich sein, wenn ihr halt ein Deck habt, was nicht so viel tut. Ist ein Deck, was wahrscheinlich so das spielbarste Level ist von den Decks, die wir aktuell bis jetzt gesehen haben. Ist natürlich aber auch das billigste Deck, was wir bis jetzt gesehen haben. Dann haben wir einmal hier eine ganz wilde Variante. Das ist ein Appliancer Brave Deck. Spricht für sich selbst. Das Deck macht nicht viel. Es hat eine Combo-Line. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das Deck funktioniert, schreibt es mir in die Kommentare. Das Deck hat eine extrem interessante First-Turn-Combo, aber das war's auch, weil wenn das Board gebrochen wird, ihr habt gar kein Follow-Up mehr. Ist auf jeden Fall da spannend. Ich habe das gleiche Deck nochmal ohne Brave gebaut, wo wir ein bisschen mehr Non-Engine-Karten spielen können oder wir so ein bisschen mehr Konstanz in dem Deck selber drin haben. Das Deck ist definitiv konstanter. Die Combo selber ist fast die gleiche. Nur, dass wir halt keinen Griffin auf dem Feld haben. Ist aber trotzdem halt nicht gut, das Deck. Da habe ich einmal mir hier den Spaß erlaubt und habe versucht, ein Deck zu bauen, mit der ich diese Karte und diese Karte hier gegeneinander aufwiege, um mal zu gucken, wie viel Lifepoint-Schaden wir dem Gegner machen können in einer Runde. Das Deck ist definitiv die schlechteste Branded-Variante, die ihr spielen könnt, aber es ist trotzdem todesfunny, wenn der Gegner für jede Aktivierung von Karten dann 1600 Lifepoints bezahlen muss oder 2200, wenn ihr es halt im richtigen Setup habt. Ihr habt in der Regel zwei davon und eine davon, weil das hier ein 3 auf einmal Hardshot ist, sehr wahrscheinlich. Und dass der Gegner halt dann 1700 Lifepoints bezahlen muss für die Aktivierung von der Karte oder das Setzen von der Karte, 500, ist schon ziemlich witzig. Dann lassen wir noch mal ein Crusadia-Deck von 2019, glaube ich, dieses 10-Euro-Deck, was ich mal gebaut habe. Ist immer noch in der Library drin, weil ich denke mal, es wird immer wieder Punkte geben, wo ich auf das Deck zurückkommen werde. Ist auf jeden Fall nicht die beste Deckliste, aber es ist ein Crusadia-Deck, was wahrscheinlich funktionieren könnte. Dann habe ich hier noch eine veraltete Dark Magician-Liste. Wie ihr seht, ich habe hier schon ein paar neue Karten hinzugefügt, weil ich das Deck in Zukunft auch mal wieder ausprobieren möchte, weil es gibt so ein paar Sachen, die ich nochmal mit dem Deck versuchen möchte. Denn ich glaube, das Deck hat Potenzial, ein paar Sachen zu machen, die andere Decks nicht machen. Lassen wir es mal ganz kurz dabei stehen. Das Dark World Structure Deck ist auch immer hier, so wie ich es gespielt hätte, als Structure Deck Variante. Dann eine DDD-Liste mit ein paar Handtraps für das nächste Format tatsächlich schon, weil ich schon Ogre mit drin habe. Das Deck habe ich schon ein bisschen länger. Es kann ein paar Kombos machen. Das ist definitiv für das nächste Format eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ein paar Sachen macht, die ziemlich gut sind. Denn die Karte ist wirklich gut, wenn ihr es halt schafft, Link, Xyz und ein Synchro-Feld zu bekommen. Dann kann die halt extrem viel vom Gegner quasi so cockblocken, dass er dann nicht spielen kann. Das ist schon ziemlich witzig. In Heeren ist das Deck halt jetzt nicht super gut, aber es ist funny. Und die Karte habe ich noch keinen Platz für gefunden, die Karte einzubauen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ich davon rausnehmen kann, damit das funktioniert. Man könnte vielleicht einen Ort rausnehmen, damit das ein bisschen besser funktioniert. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir einmal hier eine Liste. Ich bin zwar nicht stolz drauf, aber das ist ein Exodia Crooked Cook Deck. Das heißt, ihr geht damit auf Crooked Cook. Das ist das Monster hier. Und mit dem Monster bleibt ihr so lange am Leben, bis euer Gegner dann Exodia in eurer Hand sieht. Das ist halt
das Einzige, was das Deck tun soll. Crooked Cook und dann habt ihr Exodia. Das ist der Plan. Ist das gut? Eher nicht so. Ist das funny, wenn es resolved? Ja. Also ein Deck, was man theoretisch mal spielen kann, so für Locals. Dann habe ich noch einmal hier so eine Gren-Maju-Stun-Variante, die so ein bisschen darauf abgespielt ist, dass wir mit dem Ding uns Droplet oder halt Chalice adden und dann in der Gegnerrunde das Ding aufs Feld klatschen, damit der Gegner noch Lichtmonster spezial beschwören kann. Wir hoffentlich überleben, damit wir in der nächsten Runde dann mit Gren-Maju den Gegner halt Game aufs Feld legen können. Ist vielleicht nicht die beste Deckidee, ist aber schon irgendwie witzig, wenn das funktioniert. Ich bin ja nicht so der Fan von Floodgates, aber das Deck braucht halt Floodgates, damit es funktioniert. Sonst wäre die ganze Deckstrategie halt nicht funktional. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Deck, sagen wir es mal so. Das hier ist aber mein Handtrap-Only-Deck. Das Deck habt ihr ja im letzten Video gesehen, wo ich mit Handtraps halt gespielt habe. Das ist exakt dieses Deck hier. Dann haben wir noch einmal hier eine Hero-Liste mit dieser Karte hier, weil ich geguckt habe, ob es einen Weg gibt, diese Karte irgendwie spielbar zu machen, um mal Plasma zu verstecken. Ich kann euch versprechen, es ist nicht die beste Heuristik, die ihr bauen könnt. Aber das Deck macht auf jeden Fall Fun, wenn es gespielt, also wenn ihr das spielen könnt, macht es Fun, aber wahrscheinlich spielt ihr das eher ohne die Karte und wahrscheinlich sogar ohne Plasma, weil Plasma ist nicht unbedingt der Way to go. Aber es werden viele Hero-Spieler von euch besser wissen. Das ist eine Liste, die ich mal so probiert habe. Die funktioniert, das was machen soll, aber ist halt nicht gut. Hier habe ich einmal ein Kurübe-Deck gebaut. Frag mich nicht, was der Plan war. Ich weiß es selber nicht. Ich habe die Karte gesehen, als sie rausgekommen ist. Hab versucht, ein L5-Monster zu kriegen, was wir spezial beschwören können. Das sind einmal das Ding gewesen, das hier und das hier. Und dann die ganzen Kuribo-Karten zu resolven. Funktioniert, aber das Deck macht halt eigentlich gar nichts. Dann sind wir hier wieder bei Aubertins Crazy Take an irgendwelchen Deckideen. Das ist einmal ein Lyrilis-Deck. Wie ihr seht, das baut quasi mit Brave zusammen ein paar Kombinationen von Karten und der Plan ist eigentlich, dass ihr auf der Brave Engine endet mit im besten Fall dem Ding hier und ihr die Karte irgendwie auf dem Feld bekommt. Also dass ihr halt die Karte auf dem Feld habt, damit der Gegner nicht spielen kann und danach die Runde halt OTK'en könnt. Das ist jetzt kein gutes Deck, aber das macht schon ein bisschen Bock. Dann haben wir einmal hier Lyrilisk Invoked, ein Deck, was ich in meiner Freizeit super gerne spiele. Das ist nicht mal annähernd gut, aber es ist funny, wenn ihr quasi die Lyrilisk-Karten aktiviert und danach normalt ihr eine Alistar und alle fragen sich, was geht hier ab. Also es macht schon Bock, das zu spielen, weil es halt keiner erwartet, weil es auch jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Es ist halt nur, ihr habt keinen Normal Time im Deck, ihr könnt Alistar machen und könnt auf die fünfte Beschwörung halt einen Mecha bei hinlegen, der den Nibiru annullieren kann, wenn der halt kommen sollte. Ist nicht gut, ist aber funny. Haben wir noch einmal hier eine ganz alte Blue Assiste, wie ihr seht, sogar noch mit zwei Cold bei. Don't judge me. Habe ich immer hier noch mein Chaos Max OTK Deck. Auch das ist eine Idee, die sehr cool ist, aber jetzt nicht unbedingt halt die beste Deckstrategie. Der Plan ist halt, ihr gebt dem Gegner halt Ibli irgendwie und macht mit Chaos Max und rennt halt in Ibli rein, macht 8000 Damage und ihr gewinnt das Game. Das ist der Gameplan. Der funktioniert leider nicht immer. Dann habe ich einmal hier ein Magnite Runic Deck gebaut. Ihr werdet auch gleich in dem Video noch eine andere Runic-Variante sehen, die ich gebaut habe, die jetzt nicht diese Standard-Varianten sind, denn ich wollte gucken, ob ich ein Deck finden kann, was ein bisschen was mehr machen kann, als diese Runic-Varianten, die es aktuell gibt. Nicht, dass das Deck jetzt besser ist als die Runic-Varianten, sondern ich wollte den Weg finden, dass ich vielleicht mit einem Floodgate wie den beiden hier das Game so weit hinauszögern kann, dass ich mit der Engine neben den Runic-Karten halt durchpushen kann. Das Deck funktioniert so semi-gut. Ne? Hinterkopf behalten, das Deck funktioniert, aber es ist nicht wirklich gut playable. Dann haben wir einmal hier eine Deckliste zu dem Morphtronic OTK. Das Deck ist darauf ausgelegt, dass wir den und den, also zwei davon, in Rotation bekommen, damit wir über das Ding hier den Gegner zu Tode burnen können. Wie ihr seht, das Deck verliert halt hart gegen Droll und gegen andere Shenanigans. Und das extra Deck, wie ihr seht, ist komplett auch irrelevant, weil wir eigentlich nur die Sachen establishen müssen und dann haben wir halt schon Game. Dahin zu kommen ist nicht so schwierig, dafür die ganzen Karten, die wir halt jetzt aktuell haben. Manchmal brauchen wir halt ein extra Monster, um halt die Sachen auf die Brücke zu bekommen, damit wir die auf dem Grave specialen können. Das ist eine Liste, die funktioniert. Ist die gut? Wahrscheinlich nicht. Aber die funktioniert für den FDK selber. Das hier ist meine Pendulum-Liste von 2020 mit Endymion-Karten und so ein paar generischeren Sachen drin. Das ist so ein First-Turn-Combo-Deck, das halt durch Nibiru durchspielen kann und andere verschiedene Interaktionspunkte. Ist aber aktuell kein gutes Deck mehr. Wenn wir jetzt noch da ein Elektromite hätten, wäre das Deck wirklich sogar so, wie es jetzt ist, gut spielbar. Sagen wir es mal so. Haben wir hier Phantasma Spiral. Ein Deck, was nie gut war, aber wenn wir halt die Karten establishen können, plus die Feedspell, die uns die anderen Sachen suchen kann, dann kann das schon extrem witzig werden. Auch da wieder, ist nicht gut das Deck,
Aber das ist halt Floodgear Turbo, weil die Karte hier, die hier, die sagt halt dem Gegner, er spielt halt nicht mehr. Und wir können dann trotzdem Normalmonster beschwören und dann halt für Game angreifen. Das ist schon funny. Ne? Ist jetzt nicht gut, ist ein Floodgate, ist wieder, aber ist cool. Dann haben wir einmal hier das Prankids 10 Euro Budget Deck. Wie ihr seht, das Ding ist verboten. Ohne das funktioniert das ganze Deck nicht. Deshalb ist es immer noch hier, aber es funktioniert so nicht mehr. Dann haben wir hier eine etwas abgedatetere Liste von meinem Salamangreat Deck, was ich bei den Nationals letztes Jahr gespielt habe. Und ich glaube, so würde ich es aktuell auch spielen. Da gibt es nicht wirklich, was man jetzt anders machen kann. Es wird nur halt jetzt gegen so ziemlich alles verlieren, was so im Format rumrennt. Deswegen spielt das nicht, ist nicht so gut. Dann haben wir einmal hier ein Deck, mit dem ich irgendein Event getoppt hatte. Ich glaube, irgend so ein Online-Event, was ich gespielt hatte. Nur da seht ihr halt, da ist halt die Werte an der Konter drauf, die ist halt verboten. Das war aber ein Deck, was auch ganz gut funktioniert hat für das, was ich accomplishen wollte. Dann haben wir einmal hier meine aktuelle Sprite-Liste, die ich gebaut habe. Das Einzige, was ich aktuell nicht so spiele, wie es jetzt hier in der Liste ist, ist, ich habe die hier ersetzt gegen Imperms. Ansonsten, ja, also ich habe die gegen Imperms ersetzt, ansonsten spiele ich das Deck aktuell genauso. Habe damit auch mehrere Locals gewonnen. Es ist ein unglaublich gutes Deck. Ich liebe diese Engine, by the way. Die Engine, die ist super. Wenn ihr spielen wollt, spielt es meinetwegen genau so. Dann hier ein kleiner Gedankengang, den ich hatte, als ich dieses Deck gebaut habe, war, dass ich die ganzen Nimble-Sachen mitspiele in dem Sprite-Deck, in dem Rooney-Deck, um halt Sachen in den Friedhof zu bekommen, damit ich die Karte resolven kann. Wahrscheinlich im Retrospekt müsste man weniger davon spielen, damit das Deck wirklich gut funktioniert. Aber es ist eine Runic-Variante, die auf jeden Fall interessant ist, weil wir mit der Karte halt nochmal zwei Karten extra ziehen können, um uns halt mehr Karten auf die Hand zu geben, die theoretisch halt spielbar sein können. Habe ich immer hier ein aktuelles Striker Go Second Deck. Ich habe jetzt einfach mal den DPE wieder reingeklatscht, weil why not? Schadet ja nicht unbedingt. Ist kein gutes Deck, macht aber Bock zu spielen. Ist auch, ne, ihr geht Second, räumt das gegnerische Feld weg und dann spielt ihr halt weiter. Ist schon ganz cool. Habe ich immer hier eine Sun Avalon Deckliste mit extrem vielen Handtraps. Ohne die ganzen Rika-Karten, wirklich nur Sun Avalon mit dem Seed und den ganzen Normal-Monstern drin und wirklich extrem vielen Handtraps. Und der Karte hier. Wie ihr seht, ich habe die in verschiedenen Decks mal ausprobiert, ob die irgendwo viable ist. Die Antwort ist leider nein, obwohl die Karte an sich ziemlich cool ist. Dann hier eine ganz klassische Sword-Sword-Liste mit den Dingern drin, da war Anaconda noch da. Dann habe ich eine Time-Thief-Liste, die ist ziemlich cool, die macht halt ein extrem krasses First-Turn-Board, macht aber, wenn ihr Second geht, nicht viel und lässt sich relativ leicht interrupten. Das ist die Variante 2 davon, die sogar noch ein bisschen besser ist, weil die konstanter durch Sachen durchspielen könnte, aber die verliert aber auch extrem häufig gegen verschiedene Kombinationen von Karten. Deswegen ist es nicht empfehlenswert, aber wir haben, wie ihr seht, ein paar Non-Engine-Karten drin, die uns helfen können, halt, wenn wir Second gehen, halt ein bisschen was machen zu können. Das Deck so selber funktioniert inhärent ganz gut. Dann habe ich hier ein bisschen rumgespielt mit Brave, Vernusulf und Trains. Ich bin ja richtiger Train-Enjoyer, ich mag das Deck ja sehr, sehr gerne. Und das war so der Ansatz für die Lösung für ein Deck, was funktionieren könnte. Das ist jetzt nicht gesolved, nicht mal im Ansatz, aber es waren ein paar coole Ideen drin, die jetzt helfen, dass wir wirklich halt OTKen können. Ich glaube, ich werde so eine Variante mal bauen, wirklich ohne Brave. Und dann mal gucken, wie konstant man damit halt ein OTK machen kann mit den ganzen Train-Karten. Denn es gibt uns halt extra Monster aus Feld, die Level 10 Monster sein können, die extrem gut sind. Ach guck mal, hier ist sogar der Ansatz. Ich habe da schon offensichtlich ein bisschen mit rumgespielt, wie man sowas bauen kann, was halt wirklich nur für diese Combo-Lines gehen kann. Aber wie ihr seht, das sind 47 Karten, das ist nicht mal annähernd finished. Aber ich habe zumindest angefangen, mit der Decke ein bisschen rumzuspielen. Dann habe ich aber hier meine aktuelle Trap-Tricks-Liste. Wie ihr seht, ich spiele aktuell weder die Ziehkarte von Trap-Tricks noch Prosperity. Ich habe mich da für Typhoon entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich manchmal so eine extra Fallenkarte brauche, die ich discarden kann. Und eine Sache wie Typhoon zerstört halt offen und zaubern Fallenkarten vom Gegner. Das kann halt sein, dass wir damit einen Fountain killen können, zum Beispiel, wenn wir jetzt gegen Runic Naturia spielen, kann das halt aufkommen. Oder dass wir halt, wenn wir gegen Kashtira spielen, wirklich in den Burf killen können, bevor wir was normal können oder halt der Gegner was vom Grave zurückholen kann. Das kann also schon hilfreich sein, ist jetzt nicht die beste Idee, das zu spielen, aber würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und by the way, ich liebe Book of Moon. Dann haben wir hier die andere Runic-Deckliste, die ich mal ausprobiert habe. Das ist einmal True Draco Runic gewesen. Ich bin noch gerade so ein bisschen mit am Hadern, wie genau ich spielen möchte, weil die
True Draco Engine relativ groß ist. Ich werde sie wahrscheinlich ein bisschen runtercutten müssen, damit es gut funktioniert. Aber die True Draco Engine inhärent zieht halt ein paar Karten, hält den Gegner so ein bisschen auf, dass wir quasi, wenn wir nicht angreifen können, trotzdem den Gegner so ein bisschen nerven können und gibt uns halt immer wieder Kartenvorteile. Deswegen fand ich die Idee dahinter eigentlich gar nicht so verkehrt. Hab es jetzt noch nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist auf jeden Fall eine Deckliste, die inhärent sehr cool sein kann. Haben wir noch einmal hier wieder einen wilden Take von mir mit VW Phantom Knights. Eine ultra krasse Kombo-Liste mit keinen Non-Engine-Karten, die an sich aber extrem Bock macht zu spielen. Also wenn ihr wirklich halt gegen Freunde spielt und ihr wollt wirklich so ein krasses Endboard aufbauen, ist das halt geil. Aber sobald da eine Handtrap drauf liegt, habt ihr halt verloren. Und das waren sie. Die Decks, die aktuell Bock machen. Also die aktuell mir Bock machen. Die ich hin und wieder immer mal spiele, um ein paar Sachen halt rauszunehmen, reinzupacken, so ein bisschen rumzucraften an so Decks. Lasst mal in den Kommentaren da, was für weirde Decks ihr aktuell spielt, denn ihr seht, ich spiele manchmal auch richtig wanky Stuff. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dann rein. Ciao, Leute.